Herzlich willkommen bei der Heiratsfamilie. Wie ihr seht, ist der Iveco jetzt schön draußen in freier Natur. Und ich wollte euch unser Kofferprojekt mal bei schönem Sonnenschein präsentieren und euch zeigen, was wir so alles gemacht haben. Diese beiden Klappen werden später dann die Versorgungsklappen. Und auf der anderen Seite, da gehen wir jetzt hin, haben wir die Ladungsklappen. So, hier stehen wir vor den Ladungsklappen, deswegen sind die auch so groß. Und das Schöne ist, man kann die direkt nutzen, um hier unter freiem Himmel als Markisen quasi Ersatz zu frühstücken, Mittag zu essen, ohne nass zu werden. Und jetzt machen wir mal den Eingangsbereich. Wir werden uns die Geschichte gleich von innen ansehen. Ihr werdet sehen, dass ich hier gleich eine Leiter vorstelle. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Entscheidung noch nicht gefallen ist, welches Einstiegssystem genutzt werden soll. Bevor wir jetzt reingehen, müssen wir natürlich auch noch die Verriegelung lösen. Warum und welche Verriegelung werdet ihr dann sehen? So, und jetzt kommt ihr mit in den Innenraum. So, liebe Leute, ich hocke jetzt vor unserer Elektrik, die natürlich fliegend eingebaut ist und deswegen ist auch noch Pappe ausgelegt, weil der Koffer halt im Innenraum noch nicht fertig ist. Und wir werden jetzt einen Schalter mal betätigen. So, wie ihr seht, haben wir hier auch natürlich unsere Spanngummis, damit das Zelt beim Runterfahren mit eingezogen wird. Und damit das eingezogen werden kann, müssen wir natürlich hier Reißverschlüsse setzen. Wer das vernäht, dann würde beim Runterfahren das natürlich alles verkanten und das würde nicht funktionieren. So, aber jetzt, bevor wir uns weiter unterhalten, mache ich erstmal die Gummis weg. So, wie ihr seht, haben wir einen absoluten Panorama-Rundumblick. Wie schon erwähnt, die Ecken, da mache ich jetzt den Zipper zu und dann kommen da auch keine Fliesen mehr rein. Oder sonstiges Viehzeug. Und wie gesagt, beim Runterfahren werden die wieder aufgemacht,
damit die sich reinlegen können, die Seiten. So, und da es ja so schön warm draußen ist, wir haben jetzt über 30 Grad, wird es natürlich ja auch hier in diesem Raum etwas wärmer. Da können wir aber Abhilfe schaffen, denn wir haben nicht nur überall PVC-Fenster, sondern wir können sie auch öffnen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. So, und damit hier kein Viehzeug reinkommt, haben wir natürlich hier unsere gute, schöne, feste Fliegengase und die machen wir jetzt wieder zu. Und so wie das Wetter jetzt gerade ist, kann man sich ja überlegen, wie viel Luft man braucht. Wir können das an allen 10 Fenstern natürlich komplett machen oder halt nur eins, wie auch immer. Wenn wir aber schlafen wollen, können wir uns überlegen, ob es nachts regnen soll, dann machen wir lieber alles wieder zu. Regnet es nicht, lassen wir es einfach auf und da im Sommer natürlich auch etwas länger hell ist, können wir auch noch verdunkeln. Und das geht natürlich auch komplett. So, liebe Leute, wenn ihr euch gefragt habt, was das hier alles ist, ja, also das ist ja nicht nur dafür da, um die Ladung reinzubringen, sondern es ist auch dafür da, dass man auch mal durchlüften kann. Und wenn man durchlüften will, dann möchte man natürlich, gerade wenn man in wärmeren Regionen ist, wo die Mücken Moskitos heißen, gerade da will man diese natürlich auch nicht im Innenraum haben. Und deswegen können wir das auch schließen. So, wie ihr seht, haben wir hier auch die Laschen zum Runterlassen der Klappen. Man kann sich überlegen, ob man die dran lässt, aber wenn die einen natürlich nerven, vor allem wenn man drinnen sitzt und einen Panoramablick haben möchte, könnte das sein, dass sie auch mal im Weg sind. Dann kann man natürlich auch die Laschen runternehmen und sich einfach so einen Haken nehmen und mit einem Haken die Klappen runternehmen. Das ist kein Problem. So, liebe Leute, das war's für das Iveco-Projekt. Wenn noch irgendwelche Updates folgen sollten, werdet ihr das in den Short-Videos sehen. Ansonsten sind wir soweit erstmal durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in den nächsten Projekten. Reingehauen!